Momentan läuft noch das Splatfest und alle sind hier wie wild am rumtanzen. No Red, No Blue, but Team Rocket, go Team Blue und damit willkommen zu meinem 45. Part von meinem Let's Play zu Splatoon Online. Ohne groß drumherum zu reden, stürzen wir uns direkt wieder in den ersten Kampf und sehen uns dann gleich wieder, wenn es losgeht. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder. Wie wir sehen können, sind schon einige sogar glorreicher Pokémon-Blau-Fan, Super-Pokémon-Rot-Fan, welches Fragezeichen? Und ein Level 4er ist auch mit dabei. Oh je, meine. Ja, ich wollte eigentlich gerade so mein PC ausmachen und ja gut, ich dachte mir nämlich die zweite Folge von dem Splatfest hier morgen auf. Ja, dann ist mir aber aufgefallen, halt stopp, das Splatfest geht ja nur bis 5 Uhr morgens. Und nun sitze ich hier und nehme noch schnell eine Folge auf. Also einen weiteren Part für euch. Ich habe das echt irgendwie gerade vergessen. Ist so, ist so 5 Uhr, Moment mal, es läuft ja nur bis 5 Uhr. Ich hatte ja irgendwie 17 Uhr im Kopf, aber es läuft ja von 5 bis 5. Ja, also, Tobi, das wird nichts. Du musst nochmal eben eine Folge aufnehmen. So, Tinfern ist ready. Da sind gerade zwei Gegner. Gucken, ob ich die treffe. Natürlich nicht, das bilde ich mir auch ein. Das Inferno kann man so leicht ausweichen. Wow, Fragezeichen hat mich erledigt. Fragezeichen? Wer bist du? Voll cool. So, fährt mal erstmal hier wieder ein. Und jetzt geht's wieder um alles hier. Team Blau, Team Shiggy. Vorwärts, Obi-Wan. Los, Obi-Wan Kenobi. Der dachte sich auch gerade so, haha. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Ja, wirklich nicht. Okay, aber, ja, der sieht mich jetzt. Das ist natürlich voll suboptimal. Ui, den haben wir aber. Papa! Oh, sorry. Oh Gott, ich komme in die Hölle, glaube ich. Nein! So, hier fahren wir erstmal weiter ein. Momentan ist kein einziger Gegner zu sehen. Dann nutze ich doch mal hier. Oder hier war doch bestimmt einer. Hier versteckt sich einer. Ich kenne das hier doch. Aber egal, ich fährt dann hier erstmal weiter kunterbunt ein. Dann schenken wir uns oder sammeln wir hier ein paar Punkte. Brauchen wir immer noch. Wobei, wir sind bei Level 20. Was? Sind wir gerade Level 18 oder Level 19? Bin mir gerade nicht 100% sicher. Was ist denn da passiert? Jawohl, den haben wir. Okay, den kriegen wir. Kriegen wir den da? So, und bringen wir die mal eben, oder lassen sie eben vorkommen. Hier war da einer. Hahaha. Got you. Gott, wer hat hier hinten Titan? Ich nicht. Okay, mein Teamkamerad war das gerade. Sehr schön, aber die erste Runde hier, glaube ich, sieht schon mal relativ spektakulär aus. Also, wenn ich mir das auf dem Gamepad angucke, kann Team Rot nicht wirklich viel. Nee, seid ihr Team Rot beigetreten? Dann denke ich mal, ihr habt vielleicht auch ähnliche Kämpfe wie ich jetzt gerade hier mit Team Blau. Es ist halt mal so. Es gab ja auch schon eine Runde, da haben wir auch ganz knapp. Wow! Das habe ich jetzt nicht kaum gesehen. Fragezeichen? Immer dieses Fragezeichen. Ja! Das steht mir auch in meinem Kopf herum. Fragezeichen? Ich habe immer ein großes Fragezeichen, wenn ich gesplattet werde. Okay, das Inferno wieder direkt mal zurück ein. Dein Inferno hättest du dir schenken können. Und ja, ein Blick aufs Gamepad verrät mir, dass wir, glaube ich, ganz klar, ganz knapp gewonnen haben. Dein Team hat 63,9% zu 24%. Ja, das war ein ganz klarer Sieg auf unserer Seite. Da unten, Papa war Level 4. Eine KD hatte auch von 1 zu 5. Und wir sind sogar auf Platz 1 mit 1201 Punkten. Und ich denke mal nicht, dass wir noch die nächste Stufe zusammen erreichen werden, weil ich jetzt, wie gesagt, ganz vergessen habe, dass ich jetzt gar nicht mehr spielen kann, weil das ja nur bis 5 Uhr geht. Gut, sehen wir uns gleich beim nächsten Kampf wieder. Bis gleich. Gegner bereit. Der Kampf beginnt und weiter geht's. Wir kämpfen sogar gegen einen Zwerg. Zwerg ist nämlich Team Rot beigetreten. Team Glumanda, da Wet. Wenn ich das schon wieder sehe, wieso steht da mal Rot und nicht Blue? Bestimmt steht bei den anderen Blue. Hoffe ich zumindest.
Das geht so nicht. Das ändern wir mal wieder direkt. Nee, nee, nee. Das muss Blue. So. Jetzt steht da Blue. Bin ich auch zufrieden. Hier schön einfärben. Trifft er da oben ein? Bestimmt, oder? So, und meiner, jawohl. Oh, oh, hier kommt gleich, glaube ich, einer. Und der haut mich dann von hinten weg. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das Inferno war aber gut gesetzt. Hätte ich auch so gemacht. Okay. Guck mal, hier ist nichts weiter. Wow, da kamen zwei auf einmal. Die habe ich jetzt gar nicht kommen gesehen. Kev Messi. Na, der hat mich erledigt. Mit einem Feindisperser auch noch. Ah. Verdammt, 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 verdammt. Egal, wir können weiter einfärben. Bis jetzt sieht es relativ... Oh, hier rechts. Guck mal hier. Hier ist noch gar nichts eingefärbt worden. Leute, so geht das nicht. Hier. Ist nicht Rangkampf. Müssen wir einfärben, was das Zeug hält. Es geht um... Wow, das war mehr Glück als Verstand, aber... Ich habe ja generell eigentlich nur Glück. Wow, schön. Schön. Super geil. Nein. Verdammt, was war das denn? Haftbombe hat er noch hingelegt. Ah, du Sauhund, du. Klatscht er mir noch eine Haftbombe dahin. Ja, das sieht die Runde schon etwas ausgeglichen. Jetzt haben wir wieder eine etwas stärkere gegnerische Truppe gefunden. Aber nix. Man wechselt mit seinen Herausforderungen, heißt es so schön. Und wir werden gewinnen. So, ich gehe mal jetzt Richtung gegnerische Base. Ah, Movement-Krüppel. So. Oh, der macht einen Supersprung. So, haben wir den. Jetzt hauen wir mal hier in Tinferno hin. Jawohl, den haben wir auch. Nein, krieg... Hey, was macht meine Spürbombe? What? Ach, hä? Das war wahrscheinlich gerade am Laggen. Ich denk, hoffe jetzt einfach mal nicht, dass das an mir liegt. Machen wir einen Supersprung zu meinem Kumpel hier hin. Okay, den haben... Oh, Doppelkill! Oh, den haben wir auch. Oh, was mache ich hier? Oh, verdammt. Ich habe jetzt überhaupt gar nichts verstanden. Irgendwie haben wir uns alle so gegenseitig ausgemoved. Verdammt. Egal, direkt nochmal hier in der Mitte zu... Oh, da oben war gerade einer drauf. Sehr gut, den haben wir aber. Jawohl, der ist weg. Der Roller noch. Und den. Jawohl. Aber ich bin auch selber mit draufgegangen. Egal, Ende. Und auch diese Runde haben wir wieder gewonnen. Okay, was ist denn hier los? Team Glumanda oder Team Rot meinetwegen. Wo seid ihr denn? Ich bin heiß auf euch. Kommt her. Gut, sehen wir uns gleich im nächsten Kampf wieder, meine Freunde. Bis gleich. Gegner bereit. Und wir sind auch sowas von bereit. Die dritte Runde hintereinander zu gewinnen. Jetzt wird er aber ein bisschen übermütig, glaube ich. Da war schon wieder Red, habe ich gesehen. Also Red. Red. Team Rocket. Nein. Das gefällt mir gar nicht. So, wir stürzen uns direkt nach vorne und versuchen die Gegner da ein bisschen abzufangen. Wow. Das klappt sogar irgendwie. Aber wieso rennen hier alle nach vorne? Ich bin gar nicht mehr so schnell, wie ich dachte. Früher war ich irgendwie zügiger unterwegs. Hahaha, hast du dir so gedacht, oder? Wow, aber einen habe ich noch mitgenommen. SP Sternchen JR Game. Der übel Duo-Klatscher ist eh, aber... Auch ehrlich, Mimi war das, glaube ich, ne? Ja, ja, ich glaube, das war Mimi. Gut, schon mal ein schöner Einstieg. Aber man haut ruf. Immer auf mich. Ich kann nichts. Aber das wissen wir, glaube ich, alle inzwischen. Der beste Splatoon-Spieler werde ich wohl nicht. Also einen Award werde ich niemals kriegen. Höchstens für... Der größte Fehler oder so. Mit dem Kopf durch die Wand. So, da klatschen wir mal Tinferno hin. Da war nämlich gerade so eine... Wie heißen diese Dinger? Oh. Hast du den mitgenommen? Hat er, ne? Ja, hat er. Sehr schön. War nämlich gerade ein Roller. Wow. Was ist denn hier los? Ich sehe gar nichts. Wo sind die Gegner? Komm, ich gehe auch mal nach oben. Okay, wir gehen alle gerade nach oben. Hä, fahren wir die jetzt hier schon wieder ab? Das gibt's doch gar nicht.
Aber wie sagt man, ich spür, warum wir den gerade nicht getroffen. Ist er so stumpf drüber gesprungen? Ja, ne? Stimmt. Okay, Supersprung ist eine gute Idee. Wie setze ich mich mal dazu? Daniel, das machst du nicht normal mit mir. Okay, ich verstehe jetzt gerade hier ehrlich gesagt nicht, was hier los ist, weil hier sind irgendwie... Also Gegner sind ja da, aber die werden gerade so übel weggeholt. Komisch. Ja, solche Runden sind auch... Aber der ist gut mit seinem Roller, ne? Also zwei Roller haben wir ja. Wir haben einmal den Simon mit dem Dünerroller und den Dani mit seinem Medusa-Klecks-Roller, glaube ich. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, nur meine anderen Teammates hier, die sind einfach übel besser. Also übel krass drauf. Okay, wir färben aber mal hier ein. Ein paar Punkte, die nehmen wir einfach mal mit. Na, darum geht es ja schließlich hier, die meisten Punkte zu kassieren. So, und ich würde sagen, so wie das momentan aussieht, habe ich meinen Teil für Team Blau, für Team Shigi, schon beigetragen. Beigetreten, ja. Trete bei. Treten Sie bei! Wow, das war die Spürbombe. Die habe ich noch im Augenblick, glaube ich, gesehen. Ah, ne, das ist dieser, glaube ich, der Carbon-Roller Deko. Ne, Carbon-Roller-Deko gibt es gar nicht, ne? Carbon-Roller, glaube ich, heißt der einfach nur. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ich bin mir jetzt gar nicht 100% sicher. Cool. Ja, finde ich auch. Das ist ein sehr unspektakulärer Kampf. Ich habe mir eigentlich spannendere Matches erhofft. Aber gut, mein Team, da sind wohl ein paar richtige Geeks dabei, die das Spiel blind beherrschen. Haha, blind. Ja, ja. Ja, und wieder ein 68% zu 12,9%. Wahnsinn. Da lübt. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten Kampf wieder, meine Freunde. Bis gleich. Die Gegner sind bereit. Und kann es sein, dass wir gerade alle drei Maps wirklich in der Reihenfolge hatten? Also nicht in der Reihenfolge, aber alle drei Maps jetzt gesehen haben. Und Kampf Nummer 4 jetzt auf der Makrelenbrücke. Das heißt, die haben wir zweimal. Da hatten wir einmal Camp Schützenfisch und einmal Punkasio Skatepark. Das ist ja Premiere hier. Dass wir mal alle unterschiedlichen Maps auf einmal sehen, die das Splatfest so anzubieten hat. Und ich habe gerade gesehen, wenn wir jetzt gewinnen sollten, ich gebe mir jetzt Mühe, dann sehen wir sogar noch gemeinsam oder erreichen noch gemeinsam den neuen Rang. Weil danach, wie gesagt, gehe ich selber ins Bett. Ich bin nämlich ein bisschen müde. Das spiele ich ja nicht weiter. Und dann wäre doch noch schön. Also ich gebe mir jetzt hier richtig Mühe. Ich hole das Maximum raus und das ist nicht viel. Aber ich versuch's. So. Okay, jetzt ein bisschen konzentrieren. Jawohl, einen haben wir erledigt. Komm, ich bin heiß. Komm. Ja, da haust du schnell ab. Wahnsinn, ich wollte hier warten. Hast du den mitgenommen? Ja, hat er. Sehr gut. Okay, holt ihr die da? Ich renne mal hier nach oben. Wow, was hat er denn für einen Riesenschwapper da? 3R Schwapper Fresco. Den Namen muss man auch mal auswendig lernen, glaube ich. Aber es sieht bisher gut aus. So, hier sind noch ein paar Prozentpunkte, die könnten wir gut machen. Wir könnten uns das Genick brechen. Ich mache mal eben kurz die Putzfrau. Ja, dass wir hier wirklich schon viel eingefärbt haben. Sind ja auch mal ein paar Prozentpunkte. Nur das vergisst man halt manchmal. Ne? Seht ihr ja hier, ist überall noch nichts eingefärbt worden. Und das sind Prozentpunkte, die können in der Tat hinterher einiges ausmachen. So, dann kriege ich auch gleich nochmal mein Inferno aufgeladen. So, das reicht aber jetzt hier. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Na gut, dieser... Da, guck mal hier. Ach, Mist. Das hätte ich hier natürlich rüberspringen können, wenn ich nicht so schlecht gewesen wäre. Oder wartet hier. Ich nutze die Zeit. Wir haben ja gerade Zeit. Dann renne ich hier rüber. Oh ja, Gott sei Dank. Ein bisschen noobig, weiß ich. Aber egal. So, Tinferno in der gegnerischen Base. Sind jetzt, glaube ich, gerade alle down gegangen. Dann könnten wir die jetzt mal eben kurz aufhalten. Jawohl, den haben wir auch. Also, nicht wir, aber mein Teamkollege hat den hier mitgenommen. Sehr schön. Schön. Eben aufladen. So. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus hier. Das sieht sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut aus. Oh, oh. Boah, verdammt, ich wollte gerade runterspringen. Los, haltet den Negenator da auf. Ey, wir in unserer Base ist ein Roller. Also nicht hier direkt, aber hier, springen wir eben hin. Dann seht ihr das von oben. Da! Was ist denn da los? Nein! Nein, kommt schon! Nein. Holt die Leute doch mal weg. Los!
Nur 20 Sekunden, das müssen wir jetzt gewinnen. Bitte. Tinferno, Tinferno, Tinferno. Tinferno, los, 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 los. Nein, 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 doch, 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 5 Sekunden noch. Ja. Los. Oh, doch, 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 das haben wir, glaube ich, noch gewonnen. Puh, da wurde aber jetzt ganz schön knapp noch zum Schluss. Doch, das haben wir gewonnen. So, und dann sehen wir jetzt, welchen Rang wir noch gemeinsam erreichen werden. Nachdem jetzt erstmal der Mietsrichter wieder Däumchen hoch verteilt. So. Ah, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auch vielleicht glorreicher Pokémon-Blau-Fan? Oder was werden wir jetzt? Super-Pokémon! Ich finde, den hätte man ruhig als höchsten Rang lassen können. Das klingt so episch, so. Super-Pokémon. Die Mega-Entwicklung von Mega-Entwicklung oder so ähnlich. Kampf fortsetzen? Nein, möchten wir an dieser Stelle nicht. Weil das Splatfest ist jetzt für mich privat oder persönlich vorbei. Wie gesagt, ich hatte den Part jetzt gerade nur mal relativ spontan aufgenommen, weil, ja, mir ist einfach entfallen, dass das Splatfest nur bis 5 Uhr geht. Der Mietsrichter hier wieder fleißig am Abdancen. Der doch auch, ne? Na, 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 na. Hammerhai, jawohl. Ja gut, wir haben einige Male gewonnen. Ja, die Tipps lassen wir jetzt einfach an dieser Stelle mal. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt das Splatfest auch wahnsinnig gut genossen, hattet Spaß dabei und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das Ganze erlebt habt, ob ihr auch Team Blau oder Team Rot wart und ob ihr gewonnen oder verloren habt. Gut, mein Name ist Elinkario, meine Freunde, das wisst ihr sicherlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, denkt an den blauen Daumen, bleibt gesund, bis zum nächsten Klick. Macht's gut, ciao.